So, hallo und herzlich willkommen auch an alle aus der Aufnahme. Wir haben beim letzten Mal im Livestream diesen Account ein wenig hochgespielt auf dem NA-Server. Und das werden wir heute fortsetzen und hoffentlich wenigstens in die Diamond League kommen. Das Ganze in einem etwa anderthalbstündigen Livestream zu StarCraft 2 und danach werde ich mit Zalrock das neue, alte Warcraft 3 auschecken. Im 2 gegen 2. Oh Gott, das ist Zerg. So. Mal gucken, wie das so wird. Hallo Luke, schön, dass du dabei bist. Mein Chat-Client und so funktioniert jetzt auch wieder vernünftig im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, das sieht so aus. Aber du kannst diese Gelegenheit nutzen. Ich glaube, das war falsch platziert. Allen, die in der Aufnahme dabei sind, zu zeigen, du warst dabei. Ah, jetzt haben wir einen neuen Besuch bekommen, sozusagen. CT Arxit, herzlich willkommen und auch Gigamensch. Mesh? Gigamesh natürlich, nicht Gigamensch. Oh! Was macht er denn hier? Ich wollte doch gar nicht kennen, Russian. Das war jetzt eine leichte Überreaktion von ihm, würde ich behaupten. Und auch Arena ist da. Hallo Arena. Übertrag doch wieder mal ein paar Bundesligaspiele. Ist auch schon ewig her. Ich habe nie welche davon gesehen. So. Ja, unser Prop wurde getötet vorne. Ist ein bisschen ärgerlich, aber nicht so wild. Immerhin hat er alle seine Worker gepult. Was ein bisschen merkwürdig ist. Wir haben nur leider gerade kein gar nichts. So, welche Liga war das nochmal? Aktuell sind wir in Platin irgendwas. Aber wir sind noch in Unstable MMR, also das sollte sich über kurz oder lang von selbst regeln. So, machen wir mal ein Stargate in die Fresse. Licht des Gas, ja. Möchten hier auf jeden Fall gleich mal was, was hier so ein wenig dicht macht. Und ein Warp geht. Warum habe ich eigentlich so krumme Gasbeträge? Oh. Das lassen wir mal lieber. So. Vielen Dank für den Follow on the Freak. Und hallo Kaninius, schön, dass du dabei bist. Ist ja doch relativ viel los hier heute, hätte ich gar nicht gedacht. Auf den ersten Blick. So. So viel zu, du bist alleine, Luke. Zack. Zack. Oh, ich hätte vielleicht hier einmal Krone husten sollen. Aber da geht schon wieder das gute alte Zack los. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wir können uns tatsächlich erst ein Oracle auch als defensive Maßnahme dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Und wir bräuchten auch dringend nochmal gleich einen Pilot. So. Komm, mal eben peilen. Peilen. Ja, können wir gerade nicht bauen, aber Pilens kommen ja. Du sollst eigentlich den mal eben töten. So. Das muss dann ärgerlich hier, aber gut. Mal erstmal hier ein bisschen klarkommen. So, immerhin die Queen mit erwischt. So, jetzt machen wir mal das und das. So, drei davon. Ehre den Dailan.
Jedenfalls ist unser Gegner schon mal besser als die in der letzten Livestream-Session. So viel ist ziemlich klar. Ist aber auch nicht verwunderlich. Okay. So, kannst du einmal Cannon rushen? Mal gucken. Ich bin halt echt schlecht im Cannon rushen. Aber vielleicht mal. Irgendwann. So. Ich habe hier noch keine Gasgeisel übrigens. Das ist ein bisschen unschön. Keine Overlords irgendwo. Ja, ist doch schon mal nett. Ist hier noch die Dingens. Bauen wir doch mal einmal das hier hin. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ups. Gut. Versucht echt viel mit Lingen zu reißen, interessanterweise. Jetzt war mit denen auch wieder komplett nach Hause gerannt. Eben ein paar davon und natürlich auch ein paar hiervon. So, wie geht's dir? Gut geht's mir. Semesterferien, wobei ich heute noch eine Abgabe hatte. Warum keine Phoenix? Einen haben wir gebaut, um die Overlords zu vertreiben. Mars Phoenix nicht fürs Eröffnungsspiel. So, ja, das solltest du ändern. Das wird dich nämlich stark daran hindern, besser zu werden, ohne Hotkeys zu spielen. Also eine ganz schön lange Pause. Was ist denn da los? Ich hoffe, dass es gleich weitergeht. Aufnahme läuft ja, ne? Sehr gut. Ich muss auch noch gucken nachher. Um 20.30 Uhr geht es ja weiter mit Aufnahmen in Warcraft 3, vermute ich mal. Also so ist es geplant. Mit Zarok. Ich hoffe, dass man den dann hört. Der ist aktuell noch arbeiten. Deshalb geht das erst so spät los. Für alle, die sich fragen, warum dieser Stream heute so spät kommt. So, Forges wollte ich bauen. So, einmal scouten bitte. Zwei da rein. Drei hier hin. Wieder einige Linge, ein paar Hydras haben wir hier auch. Wo verbirgt sich der Feind? Haben wir schon einen Storm in der Vorhand? Nein. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall gleich ein bisschen Verteidigung. Das ist ja, dass nicht ganz so viel weggerannt werden kann. Mal hier so defensive Stasis fallen. Da kommt nämlich ganz schön viel. Ich verstehe. Schon wieder Supply blockt. Das ist nicht gut, was hier passiert. So, jetzt können wir wieder warpen. Die Shield Battery ist leider leer. Ich habe jetzt F2 gedrückt, aber dieses Risiko muss ich gerade eingehen, weil wir müssen hier halten. Tun wir auch. Okay, dann könnt ihr wieder auf 2 gehen. Und hier rein. Mein Leben
So. 5 haben wir zunächst mal gewonnen. Wie sieht das upgrade-technisch aus? Katastrophal. So, ihr seid 2. Ihr seid hier 1. Mein Harassment hat sich jetzt erstmal erledigt. Das hatte ich eigentlich vor. Wobei, das machen wir trotzdem mal eben. So, Kronbus ist. Das ist durch, ja, immerhin. Brauchen jetzt nochmal ein paar Arkens. Und auch einen Halt haben wir so noch. Bleibt bei 1. Warten wir mal eben auf einen neuen Warp-In. Die vierte Base ist gleich bereit. Ist auch zwingend notwendig, denn unsere Main ist leer. Sollten wir uns mal Blink holen, falls gleich doch noch irgendwie Mutas kommen. So, einmal hier rein. Ups, mein Ding ist erst wieder am HG. Meiner Robo, naja, können wir jetzt nicht ändern. Okay, das wird so erstmal nichts. Immer noch viele High-Templer bei ihm. Viele Hydras bei ihm. High-Templer würde mich etwas irritieren. So, wir übernehmen mal alles bis auf das, was hier steht. Du kommst auch mit in 1. Ihr seid neues 3. Stasis-Fab ist jetzt kaputt. Ausgeklungen. Jetzt mal davor ein bisschen weiter zu erkunden auf der Map. Wo laufen wir denn hier lang? Hier ist auf dem Highground gar nichts. Einen Rückzugspunkt schaffen, weil er wird mich ja jetzt hier sehen und dann werden wir uns wahrscheinlich zurückziehen müssen. Ich verstehe. Erklärt euch. Ulak Natal. Wo ist er? So diene ich. Forschung abgeschlossen. Euer Denken gleich dem meinen. Wie kann ich euch? Hier rüber. Aber meine Robo ist immer noch nicht auf dem Ort. Nein! Jetzt habe ich meine High Templar eingeladen. Das war so nicht geplant. Wir werden das natürlich hier nicht engagen. Kannst du die mal ausladen, diese Arkins? Wir haben auf jeden Fall noch Detection. Sie brechen durch. Wir stellen uns denn. Ich hab das Gefühl, ich bräuchte deutlich mehr Gates, wenn ich mir meine Minerals mal so angucke. Relocaten zwingen. So diene ich. Ja, und wieder hoch. Wir müssen nur ein bisschen Zeit kaufen, gerade für weitere Warp-Ins.
sollte eigentlich reichen, was wir hier haben. GG! So. Also ein kurzer Besuch, Luke. Platin 1 sind wir aktuell, ja, dann sollten wir easy in die Diamond League hier kommen. Wobei der definitiv auch nicht so schlecht war. So, kann man jetzt gegen dich spielen? Ja, eigentlich soll es heute keine Community Games geben, aber wenn da gleich Interesse besteht, können wir auch ein paar Viewer vs. Nergorix machen. Aber dann würde ich sagen, so ab halb, was ja dann wahrscheinlich nach diesem Spiel schon ist. Wenn du gleich nach diesem Spiel Lust hast, können wir das mal machen. So, das Ganze hat den Hintergrund, dass ich das natürlich auf YouTube in akzeptable Folgen schneiden möchte. Eigentlich war angedacht, 3 Ladder-Folgen, 30 Minuten. Aber wenn jetzt hier Interesse an einem Viewer vs. Nergorix besteht, dann können wir das auch machen. Und dann wird das in den zweiten 30 Minuten quasi geben. So. So. Ich streame auf Twitch, wenn ich Lust dazu habe. Ich habe früher regelmäßig gestreamt, das war mir aber zu viel Arbeit für zu wenig Leute, die das interessiert hat. Und inzwischen streame ich, wenn ich mal Lust habe. Und gerade sind Semesterferien oder vorlesungsfreie Zeit, wie man ja so sagen sollte. Deshalb geht das gerade ein bisschen besser als sonst zwischendurch mal. Gibt es irgendwann Turniere? Es ist gerade ein Turnier in Arbeit. Das Community-Turnier soll Ende Februar stattfinden. Am 23. glaube ich war es. Also gerne dort anmelden für. Link findet ihr auf meinem YouTube-Kanal in dem Video. So. Hallo. Trinken Peile. So. Wir machen Vorgater. So. Würde ich mal sagen. Haben wir hier gar keine Musik eigentlich? Warum sagt das denn keiner? Gerne eine Robo mir gönnen. Ich hätte die Robo halt auch proxyen können, aber ich habe leider nicht Probe scoutet. Das war dann der Hinderungsgrund dafür. Wir werden natürlich auch eine Echse nehmen. Kronenwurst. So. Alter, warum ist das Warp Prism inzwischen so teuer? Hallo!
hat aber auch ein gutes Timing hier. Warum kommst du nicht mit? Hallo! Renn doch mal nach vorne, Jung! Nein! Alter! Was für ein Lack der auch hier hat! Natürlich hier in das Dings reinfliegen, wäre sehr ärgerlich. In der Widowmine, meine ich damit. Wir bräuchten auf jeden Fall neue Warp-Ins. Hallo, klappt doch! Hallo, schieß doch. Alter, er hat hier jetzt echt eine dritte gebaut? Oder auf dem Lowground baut er hier gerade eine dritte? Ist das dein Ernst? Ist aber ein bisschen hier gierig unterwegs. Kleiner. Cancel. Leider die Twilight. Ist aber nicht so wild. Das war hier übrigens. Was noch random Widowmines oder was war da schon wieder los? Wir sollten übrigens auch mal Detection holen. So, und da er auf Bio setzt, und zwar gleich fertig ist. Zack. Zack. Und wir brauchen mal Forges. Komisches Spiel schon wieder hier. Ganz komisches Spiel bisher. So, da ist Diamond. Yay, wuhu, endlich in der Diamond League. Naja, war jetzt nicht so überraschend. Wie viele Leute haben sich schon zum Turnier angemeldet? 6. Also noch nicht so viele. Erstmal ganz viele Achievements. Nein, ich meine Tournaments wie Master-Turnier, Diamond-Turnier. Meinst du die Ingame-Turniere oder echte Turniere? Beides auf jeden Fall nein. Ingame-Turniere, weil die Wartezeit einfach viel zu hoch ist. Achso, wir wollten ja eigentlich einen... Ja, Viewer versus können wir gleich noch machen.
Und ja, echte Turniere, weil ich einfach viel zu schlecht bin. Und jetzt spielt er Prodos. Interessant. Der gleiche nur eben mit Prodos unterwegs. Vielen Dank. So, Cannon Rush. Nein, sicherlich nicht im PvP. Wir haben noch auch gescoutet. Wir spielen Double Gate. Nicht gewollt, heißt für mich ganz klar, wir werden in Richtung Adepten gehen. So. Eigentlich muss der Pile noch gar nicht da sein. Naja, macht nichts. Echse blocken, das wird er jetzt bei mir auch machen, aber ich hatte jetzt auch nicht vor, die Echse zu nehmen, er glaube ich schon. Boah, ist das ein später Cybercore. Da würde ich doch spontan sagen, lassen wir den sogar durchkommen. So, wir haben ein bisschen wenig Gas. Mit ein bisschen wenig Gas meine ich deutlich zu wenig Gas. Brauche ich nämlich jetzt eigentlich zwei Adepten, um da gleich möglichst schnell rüber zu rennen. So, er wird uns halt auch geblockt haben, ist aber erstmal egal. Ich würde jetzt ganz gerne einen Stargate nehmen, als Follow-up. Das Problem ist, dafür bräuchten wir ganz schön viel Gas. Oh. Sehr interessant. Ja, wir müssen die erstmal töten. Hilft nichts. Was macht der hier? Hallo? Könntest du vielleicht mit den Cannon töten, bevor sie fertig wird? Kommt halt gleich leider der Stalker. Sich ein Void Ray First, weil er jetzt hier wütend entgegen angreifen wird. Es hat keinen. Wir haben keinen Grund, da irgendwas anderes zu machen gerade. Und nehmen dann unsere Echse ganz easy. Müssten ein bisschen gucken. Oh, das sieht mir nach Hidden Base aus, oder? Gibt es hier eine Gold Base auf der Map? So. Aber es sieht mir hart nach hinten, der ist gerade aus.
nochmal ein Oracle, da könnten gleich die Tees kommen. Also ich rieche trotzdem irgendwo noch eine Hidden Base, eigentlich. Relativ viele Stalker. Nein. Wo verbirgt sich der Feind? Da ist ein Probe. Das spricht für die Tees. Machen wir eine Robo. Das Licht Ayurs. Ja, hier die Echse. Alles klar, das war zu erwarten, dass er irgendwo eine hat. Das Problem ist, dass wir halt. Na, das kann ich nicht machen. Ich brauche hier defensiv Detection. So lange, bis wir hier unsere Robo haben, vernünftig. Ärgerlich das auch ist. Natürlich sind wir jetzt Supply-Block, wenn endlich die Robo durch ist. Komm, heilen, werd fertig! Gates dringend. Was hier so steht. Ich verstehe. Der Weg ist klar. Unsere Schicksale sind vereint. Er hat halt wahrscheinlich Blinkstalker. Das Zeitfenster ist klein. Ups. Könnt ihr vielleicht auch alle mal eben hier hin? So. Reicht aber nicht. Okay. So. Ja, erstmal muss ich das heute spielen, aber ich habe schon gesehen, 2,4 Metacritic. So, stopp. An dieser Stelle war es vermutlich für den ersten Ladder-Teil, denn Chat wurde gefragt, ob es ein paar Viewer-Versus-Matches geben kann. Und wenn es sich immer noch Interesse daran besteht, mal gucken,
War das jetzt ein Rache-Cannon-Rush wegen der geblockten Natural? Ja, aber man baut eigentlich nicht die Forge beim Gegner. Also, das war schon... Und dann so offensichtlich war nicht so gut. Der ist kein geborener Protoss, wollen wir mal sagen. Der hat im letzten Spiel gegen mich verloren. Ich, der Protoss gespielt, der hat gesagt, ist ja voll scheiße, Protoss voll easy, das mache ich jetzt auch. Und hat dann eben verloren. So wie es sich für einen wahren Terraner gehört. Und ja, sehr schön. Sehen andere auch den Chat? Wie sehen andere auch den Chat? Ja, natürlich sehen das andere auch. Siehst du ja sogar im Stream hier.